Ja, ich darf Sie vorweg einmal im Namen der veranstaltenden Wirte herzlich willkommen heißen. Das ist der Herr Johann Reis, der Walter Reuter und meine Wenigkeit Horst Berger. Wir veranstalten nun seit vielen Jahren dieses Fest hier bei der Schiffsstation. Es hat sich bewährt. Es ist einfach, glaube ich, eine der Top-Locations in Österreich, hier gleich neben der Donau. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir hier unser Fest ausrichten dürfen. In Vertretung des Bürgermeisters der Stadt Krems haben wir die beiden Herren Vizebürgermeister, Herrn Gottfried Haselmeier und Herrn Magister Derler bei uns. Herzlich willkommen, schön, dass ihr hier seid. Vielen, vielen Dank. Ganz besonders freuen wir uns, die Frau Bezirkshauptmann unter uns begrüßen zu dürfen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns sind, Frau Dr. Elfriede Meyerhofer. Danke, schön, dass Sie bei uns sind. Ich freue mich nun, das Mikrofon an die beiden Vizebürgermeister weitergeben zu dürfen, an Herrn Magister Derler. Ja, vielen Dank, Herr Berger, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich natürlich auch, dass es immer wieder möglich ist, dieses Fest auf die Beine zu stellen. Ihr seid den Organisatoren ganz herzlich gedankt, Herrn Reuter, Herrn Reis und Herrn Berger. Sie machen das schon einige Jahre und es war von Anfang an nicht ganz leicht. Da war der Vater auch noch dabei und man hat versucht, hier einen touristischen Hotspot zu kreieren. Und man muss sagen, in der Zwischenzeit ist das wirklich gelungen. Das Marillenfest in Stein ist nicht mehr wegzudenken und ist weit über die Grenzen hinaus bekannt. Dank der Medien natürlich, aber auch deswegen, weil sehr viele Leute hierher kommen und sehr zufrieden wieder weggehen. Und das ist natürlich Mundpropaganda perfekt. Ja, und ich glaube, dass auch heuer diesem Fest nichts im Wege stehen wird. Eine Hitzeperiode hat sich angekündigt. Das heißt, Wein und Bier werden fließen, aber natürlich auch die alkoholfreien Getränke. Ja, es ist ein Fest, das Traditionen zeigt, das ist ein Fest, das sehr viele Angebote hat, ein Fest, das im Zeichen der Marille steht und ein Fest, bei dem Sie sich, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr vergnügen können, einfach einmal ausspannen können im Sinne der Frucht oder der zweiten Frucht der Wachau, der Marille neben der Weintraube. Und ich glaube, das kann man nicht genug feiern. Ich wünsche den Organisatoren und allen, die hier teilnehmen an diesem Fest, ein erfolgreiches Fest, viele Gäste, viele zufriedene Gäste, sodass wir sagen können, mit diesem Fest haben wir etwas geschafft, was für den Tourismus auch ganz besonders wichtig ist, aber natürlich in erster Linie für die Kremserinnen und Kremser und Steinerinnen und Steiner. Vielen Dank, herzliche Gratulation und viel Erfolg. Und damit ist es eröffnet. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich würde sagen, das Fassbier ist wirklich schon ganz kalt und wir werden das jetzt gemeinsam anzapfen, anschlagen, wie man so schön sagt. Ja, vielen Dank. Mit diesem Fassbier eröffnen wir das Steiner Marillenfest 2014. Großer Applaus noch einmal. Danke an alle Gäste. Danke, dass ihr alle unserer Einladung gefolgt seid. Vielen, vielen Dank. Dann starten wir. Super Musikgruppe, Sängerin live mit dabei. Die Medien sind da. Alles Marille. Das ist ein traditionelles Fest. Das ist österreichische Kultur. Das ist niederösterreichische Kultur, so schmeckt auch Niederösterreich. Mein Name ist Elfie Meisertschläger, ich darf Sie dann durchs Programm führen. Ich bin die niederösterreichische Trachtendesignerin aus Weitra und auch aus Krems. Vor mir sind die Mädel und die gestandenen Herren. Niederösterreich trifft gern Wien, die Oberen gern die Unteren. Die Männer sind aus Wien, die Mädel sind aus den Schulen, Studentinnen. Wir arbeiten auch gern mit den Schulen von Krems zusammen. Elena führt die Gruppe an. Den Aufstieg für die Mädels. Da ist sie, die erste. Hey, was ist los? Gefällt dir das Mädel? Dann applaudier ein bisschen. Prost! Ja, da gibt es sicher gute Sachen. Wir vorhin eine ganze Zeit gute Weine gibt es. Wir sind im Herzen der Niederösterreich in der Wachau. Hey, was geht? Super, liebes Publikum! Wer ist an? Sehr gut! Viele Fotografen
da Prost, ich komme aus der Bierstadt. Wir haben zum Wochenende unser Bierfest in Weitrach. Ja, hier ist ja wieder geklatscht. Erzähl mein Dirndlmakler. Hey, was ist los? Hey. Und die andere Seite vielleicht auch mal was? Hey. Und normalerweise springen wir nach dem Dirndlmakler immer in die österreichische Teiche. Aber heute ist es vielleicht ein bisschen gut. Lederhose. Diese Lederhosen kosten 99 Euro, Qualität made in Austria natürlich. Lederhosen und Kalmo Bianca. Wir haben 8 verschiedene Kalmo Bianca. Kalmo Dirndl. Das österreichische Jungwinzerkleid. Da sind Weintrauben drauf. Patentierte Modelle. Original österreichische Winzeranzug. Lassen wir ins Gute hineinschauen. Da sind natürlich Weintrauben drinnen. Meine Damen und Herren, Sie waren ein tolles Publikum. Ich bedanke mich herzlich mit dem Mädel, mit den Dirndl, mit den Dirndl und den Männern. Dankeschön der Musik und wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und ein schönes Fest. Alles Gute. Dankeschön. Jetzt gibt es Pressefoto. Kommt rauf zu den Mädel und wir setzen uns dazu. We'll be right back.